Herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Heute geht es um das Thema Training bei Schichtarbeit, wie man es schaffen kann, trotz Schichtdienst, trotz Schichtbetrieb ein gutes Trainingsprogramm zu absolvieren, ohne sich dabei irgendwie völlig zu zerstören und zu ermüden. Viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen. Danke, dass du wieder zuschaust. Bei der Gelegenheit, wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne. Gib uns einen Daumen hoch, wenn du möchtest. Klick einfach hier auf das eingeblendete Symbol, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Danke schon mal dafür. Heute geht es um das Thema Training bei Schichtarbeit. Eins vorweg, ich persönlich, das weißt du wahrscheinlich, arbeite nicht im Schichtbetrieb. Irgendwie schon, aber im klassischen Sinne arbeite ich nicht im Schichtbetrieb. Und habe deswegen auch nicht mit den körperlichen Ermüdungserscheinungen zu tun. Trotzdem ist das immer wieder ein Thema und kommt immer wieder zur Sprache, dass Leute, die beispielsweise im Dreischichtbetrieb arbeiten, vor der Arbeit nicht zum Training gehen wollen, weil sie sagen, ich bin dann total platt. Wenn ich dann trainiert habe, kann ich einfach nicht mehr vernünftig arbeiten, das zieht mir zu viel Energie. Der Marc hat mal ganz treffend gesagt, Brusttraining vor der Arbeit ist scheiße. Der macht das also einfach nicht. Und jetzt hatte ich die Woche wieder zwei Gespräche. Einmal mit dem Alexander, der gesagt hat, der muss irgendwie gucken, wie das funktioniert. Und auch der Steffen Brauer, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Alleine auch, weil er schon in unserem Video drinne vorkommt. Hallo Steffen. Der hat eine ganz einfache Methode angewendet, die ich auch sehr, sehr gerne empfehle. Und das ist auch schon die Lösung für dieses Problem. Trainiere an Tagen, wo du vor der Arbeit trainierst, nicht mit Volllast, sondern trainiere ungefähr mit 60-70% von deinen eigentlichen Trainingsgewichten. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie du da zurechtkommst, weil du dem Körper trotzdem einen Reiz gibst, dass du den Körper trotzdem anschubst, dass er was tun soll und dass er seine Leistungsfähigkeit aufrechterhält und dass du quasi nicht einfach vom Training wegbleibst. Und warum das wichtig ist und was das für einen Unterschied macht, das möchte ich dir jetzt noch mal kurz erklären. Am Prinzip des biologischen Mehrausgleichs, das nennt man auch das Prinzip der Superkompensation. Und das ist das Prinzip, nach dem Training überhaupt funktioniert und warum das überhaupt möglich ist, dass der Körper eine vernünftige Anpassungsreaktion macht. Das kann man mit diesem Modell vernünftig darstellen. Ich zeichne das jetzt auf. Ich bin nicht der Top-Zeichner und ich hoffe, dass man das hier auf dem Flipchart auch in dem Video erkennen kann. Wenn das nicht funktioniert, dann werde ich sie anhand von der Grafik einfach einblenden. Das weiß ich aber erst, nachdem ich das Video aufgenommen habe. Also, Modell der Superkompensation sieht wie folgt aus. Wenn du mich jetzt nicht mehr komplett sehen kannst, dann mach das nichts, weil es geht jetzt um die Tafel. Also Folgendes musst du dir im Prinzip erstmal zu Gemüte führen. Wenn das hier, diese Linie hier, deine momentane Leistungsfähigkeit ist, das hier ist deine Leistungsfähigkeit und das hier ist die Zeit, dann hast du folgende Situation. Wenn du jetzt trainierst, hast du hier einen Trainingsreiz. Und dieser Trainingsreiz macht in deinem Körper einfach das Folgende, der ermüdet deinen Körper. Du verlierst also Energie, du verbrauchst Kalorien, du bist gemüdet, du bist geschwächt, das zieht dem Körper einfach vollständig Energie weg. Dann macht der Körper eine Ausgleichsperiode, das heißt, der erholt sich, der regeneriert sich von dieser Belastung. Und jetzt macht er etwas, das nennt man Mehrausgleich oder Superkompensation. Er hat sich also gemerkt, hier vorne ist mir irgendetwas passiert, das hat mich so geschwächt, das hat mich so schlapp gemacht, dass ich mehr Energie brauche. Er überkompensiert dieses Training. Er baut mehr Leistung zur Verfügung. Und wenn jetzt kein neuer Trainingsreiz kommt, dann geht das auch einfach wieder ganz normal runter bis zur nächsten Periode. Das nächste Training, der nächste Trainingsreiz, den du jetzt hast, der sollte idealerweise irgendwo hier oben drauf kommen. Man kann nicht ganz genau sagen, wann und wo, aber da kommt ideal der nächste Trainingsreiz, weil von da geht das ganze Thema natürlich wieder von vorne los. Du ermüdest, der Körper gleicht sich aus und macht natürlich auch wieder einen Mehrausgleich oben drauf. Und wenn du das regelmäßig machst, regelmäßig trainierst, dann hast du über die Wochen, eher über die Monate und Jahre hinweg, eine Leistungskurve, die ganz allmählich und konstant nach oben zeigt. Das ist der Punkt, das ist das Prinzip der biologischen Anpassung.
Das kennst du wahrscheinlich auch. Wenn du zum Beispiel in der Sonne gelegen hast, dann wird die Haut ein kleines bisschen rot und dann wird sie braun. Braun ist nichts anderes als ein Schutz vor dem Verbrennen. Du liegst in der Sonne, deine Haut wird geschwächt, die wird rot. Dann macht sie einen Meerausgleich, sie wird braun, damit sie den nächsten Sonnenbestrahlung besser aushalten kann. Das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip, das ist immer dasselbe. Wenn du jetzt in der Woche, wo du Schichtbetrieb hast, nicht trainierst, wenn du das Training einfach ausfallen lässt, dann passiert dir im Prinzip genau das hier. Ja? Ich male es dir nochmal auf dem weiteren Blatt auf. Du hast einen ganz normalen Trainingstag, der Körper ermüdet sich, er baut sich auf, er macht einen Mehrausgleich, aber weil du jetzt im Prinzip zur Schicht musst und deswegen gar nicht zum Training gehst, hast du keinen Trainingsreiz. Hier passiert nichts, der Körper macht nichts und dann sagt er sich, naja gut, okay, da muss ich auch die Leistungsfähigkeit nicht vorhalten und er bildet sich wieder zurück. Der Körper ist ein hochsensibles und hocheffektives System. Wenn die Leistung nicht abgerufen wird und nicht gebraucht wird, dann stellt der Körper sie auch nicht mehr bereit, dann nimmt er sie wieder zurück. Weil mehr Leistung bereitzustellen, braucht für den Körper mehr Kraft und mehr Energie und das macht er nicht ohne Grund. Ja? Wenn du jetzt aber hergehst und du machst in einem Schichtbetrieb ein Training, was du nicht mit Volllast machst, also wo du einfach ein bisschen moderater trainierst, dann hast du den Effekt, dass du hier diese Kurve wieder, wie in der Zeichnung zuvor, nach oben holen kannst. Du schubst sie also quasi wieder nach oben hoch und hast wieder einen höheren Trainingseffekt. Das heißt, vom Prinzip her ist es so, wenn du nicht mit Volllast trainieren kannst, weil du in die Arbeit gehst, dann ist das völlig okay, aber mach trotzdem eine lockere Trainingseinheit, zum Beispiel mit etwa 60% deiner normalen Last, um den Körper wieder daran zu erinnern, dass er die Leistungsfähigkeit trotzdem vorhalten muss und dass er die Stärke, die Ausdauer im Prinzip trotzdem braucht und aufrechterhalten muss und dass er sie nicht zurückbaut, dass er sie nicht zurückbildet. Das ist ein sehr wichtiger Effekt. Jetzt denkst du vielleicht, naja, das ist doch völlig egal, dann trainiere ich einmal weniger in der Woche. Unterschätze nicht, wie stark und wie schnell der Körper sich anpasst. Wenn jemand aufgrund von Krankheit 24 Stunden bettlägerig ist, also nur 24 Stunden im Bett liegt, kann man bereits messen, dass die Muskelspannung nachlässt und das Immunsystem sich runterfährt. Das geht also wirklich ruckzuck. Das ist ein sehr lebendiges, sehr aktives, schnelles System. Daher ist es wichtig, einfach regelmäßig am Training teilzunehmen, um diese biologische Anpassungskurve, diesen biologischen Rhythmus immer wieder neu anzuschubsen und dem Körper immer wieder eine Anpassung quasi zu erzwingen. Ich benutze jetzt mal das Wort zu erzwingen. Es ist ja ein dosiertes Training, von daher ist es kein Nachteil für uns. Dieses Modell der Superkompensation kann man auch stark kritisieren. Das ist klar, es gibt immer einen Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig und so einfach kann man es nicht darstellen. Es ist nur ein Modell und es soll dir einfach nur helfen, das ein bisschen nachzuvollziehen, worum es dabei geht. Probier es einfach mal aus, mach deine Erfahrung damit, steuer die Gewichte einfach ein bisschen runter, wenn du im Schichtsystem bist, aber bleib nicht einfach vom Training weg, das ist die Empfehlung dabei. Mach ein moderateres Training, um einfach die Kraft, die Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne, ich hoffe, meine Zeichnungen haben dir was gebracht und du konntest sie auch erkennen. Ich hoffe, du hast Nutzen aus diesem Video. Frag uns gerne, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, wenn du auch Hilfe haben möchtest, um dein Training besser zu adaptieren und anzupassen. Schreib alle Fragen in die Kommentare, gib uns gerne einen Daumen hoch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!